Nein, das ist nicht vor der Pandemie, das ist danach. So sieht es jetzt in Israel aus. Während dort wild geimpft wird, hakt es bei uns. Zu wenig Impfstoff, never ending Lockdown. Wann endlich befreit uns der Impfstoff? Und wenn wir denn mal alle geimpft sind, ist die Pandemie dann wirklich vorbei? Das ist Liz, sie ist 29. Keine Ärztin, Krankenpflegerin oder Lehrerin. Eine normale Studentin, keine Vorerkrankung. Aber sie lebt in Tel Aviv, Israel. Als das Impfzentrum in ihrem Viertel eröffnet, hatte sie einen Tag später um 9.20 Uhr einen Termin. Inzwischen hat sie bereits ihren zweiten Impfshot erhalten. Israels Impfkampagne weltweit beispiellos. Sogar in Sportclubs, Sportstadien oder bei IKEA wird geimpft, um schneller voranzukommen. Und es funktioniert. Mit jedem Stich kehrt das Land weiter zurück zur Normalität. Ja, Israel hat wohl sehr viel sehr richtig gemacht. Die Regierung hat sich frühzeitig ausreichend Impfstoff gesichert. Die Impfkampagnen laufen schon seit 6. Dezember. Ich bin heute mit Liz zu einem Skype-Date verabredet. Israel was so quick with vaccination and it all went so quick in comparison to Germany. Is there a compulsory vaccination in Israel? It's not compulsory, but like I said, there is a sense of like coercion because you can't do certain. They're incentivizing you to get the vaccine. Like, do you want to come into the malls? Like, do you want to be able to go see a play? Okay, get the vaccine. Nach der Impfung bekommt man einen grünen Impfpass. Liz und fast all ihre Freunde haben den. Und der wirkt wie eine indirekte Impfpflicht. Nur mit dem Pass kann man wieder Malls, Gyms oder Events besuchen. Ziel ist es, die Wirtschaft im Land schnell wieder anzukurbeln. Den Pass gibt's über eine App oder als ausgedruckte Bestätigung. Life is kind of coming back. And so it's very hopeful. I think that's the best feeling. It's like I have more hope than I've had this entire last year. The events that I know about, they all happened outside, but they were like pretty large gatherings. This next week, all the cultural stuff is supposed to open. Mm-hmm. So all the plays, I'm not sure about movie theaters, but all the plays, like the comedy clubs, concerts, like museums, everything's supposed to be open. So I'm like, fingers crossed. I'm already planning, yeah. I'm optimistic. Cautiously optimistic. Krass. Solche Bilder, Eindrücke, Erzählungen machen einen ganz schön neidisch. Über 40% der Israelis sind bereits zweimal geimpft. Und bei uns in Deutschland? Sind es gerade mal 3%. Klar, hier leben auch mehr Menschen, aber es läuft auch noch eher schleppend. Ein Impfzentrum in Kiel. Von den 7 Impfkabinen ist derzeit nur eine im Einsatz. Hier werden täglich ca. 60 Patienten geimpft. Bei einer Vollauslastung könnten es 1000 Menschen täglich sein. Könnten. Tja, wenn denn mehr Impfstoff da wäre. Aktuell geht es immer noch darum, diejenigen zu schützen, für die das Virus die größte Gefahr ist. Menschen in Gesundheits- oder Pflegeberufen und über 80-Jährige, wenn sie es denn schaffen, einen Termin zu bekommen. Ich war froh, als meine Kinder mir das organisiert haben. Also, das ist schon eine große Erleichterung. Ich habe Schwiegersohn, Tochter, 2 große Enkelkinder, die alle letzten Dienstag mit 4 Mann hoch vor ihren Apparaten gesessen haben, gleichzeitig probiert und einer war durch. Der Impftermin-Struggle ist real, weiß auch Hans-Georg aus NRW. Der wird bald 82, ihm wurde aber mitgeteilt, für eine Corona-Impfung sei er leider zu jung. Das habe ich sogar schriftlich von denen bekommen. Da habe ich gedacht, was seid ihr blöd? Ihr müsst doch nur irgendwelche Unterlagen haben, wo die Alten erfasst sind. Er nimmt das nicht so hin, beschwert sich und bekommt schließlich einen Impftermin. Ende April. Den Termin hatte ich sicher. Und das war mir aber zu lange, zu weit rausgeschoben, weil dann die Sache mit den Mutanten aufkam. Und da bin ich dann, ja sagen wir mal, innerlich vielleicht ein bisschen wütend gewesen, dass ich gesagt habe, du musst jetzt dranbleiben, jetzt hilft alles nichts.
Man sagt Hans-Georg, er soll jeden Morgen anrufen und fragen, ob Impfdosen übrig geblieben sind. 15 Tage lang meldet er sich jeden Morgen. Inzwischen hat er seine erste Dosis bekommen, weil er so ein Dickkopf sei, sagt er. Jetzt will ich auch mal wissen, wann ich eigentlich dran bin. Ich fülle einen sogenannten Impfterminrechner aus. Es geht los mit dem Alter. Bin ich berufstätig? Ja. Ah, okay, aber ich muss hier bei einer Liste meine Vorerkrankungen eintragen. Ich habe eine chronische Autoimmunerkrankung. Eigentlich scheiße, aber jetzt mal ganz hilfreich. Bei einer Impfbereitschaft von 66% könnten Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis zwischen dem 12.3. und dem 18.4. zu erhalten. Das ist nicht mehr so lang. Und ich würde mich auf jeden Fall sofort impfen lassen, sobald ich dran bin. Und tatsächlich ist es auch so, damit wir diese Pandemie in den Griff bekommen können, müssten 60-70% der Bevölkerung geimpft sein. Einige WissenschaftlerInnen glauben inzwischen sogar, dass bis zu 90% geimpft werden müssten, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Wie sieht es eigentlich bei uns in der Redaktion aus? Bona, würdest du dich denn eigentlich impfen lassen? Wieso nicht? Klar, aber es geht ja nicht. Ich habe ja ausgerechnet mit so einem Impfausrechner, dass meine erste ist, glaube ich, im September. Auf jeden Fall. Ja? Aber ich bin immer viel zu jung. Also ich persönlich würde mich sofort impfen lassen, egal mit welchem Impfstoff. Ich denke, alle Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind, sind sicher. Ja, vielleicht nicht Sputnik, ne? Sag ich ehrlich. Kannst du die Menschen verstehen, die aktuell noch Angst haben, sich impfen zu lassen? Ja, klar. Verstehe ich schon. Aber ich finde, so Angst muss man ja immer dann auch rationell hinterfragen. Meine Mutter ist Krankenschwester und arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst. Und als sie an der Reihe war, um geimpft zu werden, war sie am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Einfach, weil sie sich gefragt hat, ist das alles schon genügend getestet und so weiter. Ich bin auf jeden Fall dabei. Impfzentrum. Call me. Jetzt gibt es aber noch zwei Probleme. Um die Herdenimmunität zu erreichen, müssten möglichst schnell viele Menschen geimpft werden. Dafür gibt es allerdings noch gar nicht genug Impfstoff. Dann kommt noch dazu, dass gar nicht alle geimpft werden können. Kinder zum Beispiel können noch nicht. Dann gibt es ein paar Menschen, die die Impfung nicht vertragen. Und dann gibt es natürlich noch die, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Zwar ist die Impfbereitschaft zuletzt bundesweit leicht gestiegen, 59% würden sich auf jeden Fall impfen lassen, aber rund ein Viertel wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall. Bei den Jüngeren würden sich sogar nur 50% auf jeden Fall impfen lassen, 20% sogar auf keinen Fall. Die Frage ist, warum wollen viele nicht? Letzten Sommer waren wir auf einer der größten Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Rund 30.000 Leute sollen da gewesen sein. Hier war damals eine ziemlich ungewöhnliche Mischung unterwegs. Teilweise Rechtsextreme, viele Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker. Und auch Leute wie Alina. Sie ist 24, studiert in Berlin Soziale Arbeit. Es bringt nichts, wenn man sich zu Hause einsperrt, das Immunsystem dadurch schwächt und dann rausgeht. Dann ist es klar, dass man schneller sich infiziert oder generell krank wird, weil das Immunsystem ja gar nicht mehr daran gewöhnt ist, mit anderen Bakterien und Viren in Berührung zu kommen. Die Demo ist Monate her. Inzwischen sind drei Impfstoffe bei uns in der EU zugelassen. Ich verabrede mich nochmal mit Alina zum Skype. Würde sie sich impfen lassen? Einfach nichts zu unterschätzen ist. Also die größten Bedenken habe ich auf die verfrühte Zulassung des Impfstoffs, da Impfstoffe normalerweise 5 bis 10 Jahre brauchen, bis sie auf den Markt kommen. Und der Impfstoff jetzt wurde innerhalb von 18 Monaten entwickelt. Meines Erachtens ist das wirklich ein riesengroßes Verbrechen an der Menschheit, dass man diesen hochgradig gefährlichen Impfstoff den Menschen aufzwingen will. Also wirklich aufzwingen. Das ist, finde ich, noch das Schlimmste. Es ist ja schon schlimm genug, dass der Impfstoff überhaupt so schnell auf den Markt gekommen ist, aber dass man den jetzt uns unter Zwang aufbringen will, das finde ich, ist wirklich ein Verbrechen. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich denn impfen lassen? Ich würde mich gar nicht impfen lassen. Ich würde mich niemals mit einem Impfstoff impfen lassen, der nur 18 Monate gebraucht hat, um auf den Markt zu kommen. Niemals. Ja, vielen Was Dank. Alina sagt, ja, stimmt nicht ganz. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland nicht. Das mit dem Impfstoff scheint allerdings tatsächlich ziemlich schnell gelaufen zu sein. Wir schauen noch mal zurück. Februar 2020. In Italien Ausnahmezustand. In der Stadt Bergamo sind die Rettungssanitäter im Dauereinsatz.
Kliniken, Intensivstationen, überfüllt. Corona war in Europa angekommen. Damals begannen viele Unternehmen, einen Impfstoff zu entwickeln. Viel Geld wurde investiert, Zulassungsprozesse beschleunigt. Auch die deutsche Firma BioNTech arbeitete an einem Impfstoff mit der neuen mRNA-Technologie. Und tatsächlich waren sie die Ersten auf dem Markt. Der erste Corona-Impfstoff ist nun auch in der Europäischen Union zugelassen. Was dabei oft untergeht, es ging überhaupt nicht so schnell, wie viele behaupten. Es wird schon seit Jahren geforscht und man kannte zum Beispiel auch Coronaviren schon vorher oder auch die Krankheiten MERS und SARS. Und auch an der Impfstofftechnologie mRNA wird seit über 20 Jahren schon geforscht. Wir haben mit einem der Pioniere auf dem Feld gesprochen, Dr. Drew Wiseman, und seine KollegInnen haben mit ihrer Forschung den Grundstein für die mRNA-Corona-Impfungen gelegt. Wiseman und sein Team werden mittlerweile für ihre Forschungsarbeit für den Nobelpreis gehandelt. Dank der Zeitverschiebung habe ich heute eine Candlelight-Skype-Verabredung mit ihm. Ha, perfekt. Hallo. Hello. A lot of people are also concerned that the mRNA vaccination was developed too fast. Yeah, so I look at it this way. If we had made it slower, they would have complained that we made it too slowly. So I don't think we can win this one. I think what people have to understand is that we've been working on RNA for over 20 years. We've been working on RNA vaccines for over 8 years. And do you have anything to say to all the people that years over years didn't believe in you and the mRNA vaccine? No, that's not the kind of person I am. What I have to say is that the vaccine is safe, it's very effective, and people need to take it. We need to get this pandemic under control. Über 23 Jahre hat Wiseman an der Uni Pennsylvania geforscht. 2018 kaufte BioNTech sich dann die exklusiven Rechte an seiner Forschung und entwickelte auf dieser Basis einen Impfstoff mit völlig neuer Technologie. Zum Verständnis, kleiner Nerd-Talk an dieser Stelle. Bei der mRNA-Technologie wird das Erbgut des Virus genutzt, beziehungsweise ein kleiner Teil daraus. Dieser Genabschnitt, die sogenannte mRNA, wird nachgebildet und gespritzt. Die mRNA kann man sich vorstellen als eine Art Bauanleitung für dieses typische Teil an der Oberfläche des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Wird mRNA gespritzt, beginnt unser Körper, die für den Erreger typischen Proteine nachzubauen. Gegen die entwickelt unser Immunsystem dann Abwehrstoffe. Und mithilfe dieser Abwehrstoffe kann sich unser Körper dann später gegen das echte Coronavirus wehren. Tatsächlich ist mit dieser Technologie noch nie ein Wirkstoff zugelassen worden. Weil mit RNA genetische Informationen gespritzt werden, sorgen sich viele, denken, es könnte zum Beispiel Erbgut verändern. Yeah, so that's just social media craziness. Those are people who are spreading rumors with no data and no understanding. The RNA doesn't go into the nucleus where the DNA is. Even if it could, RNA can't change DNA. An mRNA just can't do that. It can't break the DNA. It can't insert into the DNA. It can't do anything to DNA. Okay, also die Impfstoffentwicklung ging gar nicht so fix, wie viele behaupten. Trotzdem bleiben andere Ängste, Sorgen und Bedenken gegenüber der Impfung. Zwar wurde die Impfung in klinischen Studien an Zehntausenden Menschen getestet, aber trotzdem liest man auch immer wieder krasse Schlagzeilen. Corona-Impfung mit AstraZeneca. Geimpfte berichten über starke Nebenwirkungen. Klinik stoppt Corona-Impfung nach vielen Krankmeldungen. Nebenwirkungen bei AstraZeneca. Deshalb setzen Kliniken die Impfung aus. Krankenpfleger Alex hatten wir bei einem anderen Film kennengelernt. Er hat seine Impfung inzwischen intus. Ich habe vor circa 2 Wochen meine erste Impfung erhalten mit AstraZeneca und bekam 10 Stunden nach der Impfung die ersten Symptome mit Fieber bis 39,5, Kopf- und Gliederschmerzen. Habe mich halt ein bisschen platt gefühlt und konnte halt sagen, nach 48 Stunden war ich wieder komplett fit. Das ist eine ganz normale Immunreaktion, was da passiert.
Diese Nebenwirkungen nennt man auch Impfwirkungen. Sie sind die Antwort unseres Immunsystems auf die Impfwirkstoffe und zeigen, dass es funktioniert. Erklärt uns auch Impfforscherin Dr. Anahita Fathi. Man kann sagen, dass die zweite Impfung etwas mehr Nebenwirkungen hervorgerufen hat als die erste. Kann man denn eigentlich schon irgendwas zu Langzeitfolgen sagen dieser Impfung? Ja, da ist es wichtig, nochmal zu definieren, was Langzeitfolgen sind. Also man spricht bei Langzeitfolgen oder so, auch sogenannten Impfschäden nennt man das, von Nebenwirkungen, die lange anhalten. Und auch wenn das Langzeitfolgen heißt, weil die eine lange Zeit anhalten, heißt es nicht, dass die eine lange Zeit nach der Impfung auftreten. Es ist so, dass es bei einigen Impfstoffen Langzeitfolgen beobachtet worden sind, aber das ist sehr, sehr selten, weil Impfstoffe halt einfach so sicher sind. Und sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, die kann man erst entdecken, wenn sehr viele Menschen geimpft werden. Okay, genug geskypt. Nochmal zurück nach Israel. Liz und ich haben jeden Tag Kontakt. Das Leben dort wird von Tag zu Tag immer normaler. Am Wochenende fand sogar schon das erste Konzert statt. Absurd. Die Bilder wirken auf mich alle so skurril, unecht, weit weg. Zumindest in Israel scheint es glatt zu laufen. Beneidenswert. Während uns Israel neidisch macht, hapert es bei uns an allen Ecken und Enden. Zu wenig Impfstoff, Impfzweifler und jetzt auch noch Mutationen. Dass ein Virus mutiert, passiert immer wieder. Die meisten Mutationen sind relativ ungefährlich. Entscheidend ist immer, ob die Mutation auch die Eigenschaften des Virus verändert. Also zum Beispiel, ob es ansteckender ist oder sich schneller vermehrt. Obacht, Nerd Talk Teil 2. Viren vermehren sich, indem sie Kopien von sich machen. Und dabei passieren immer mal wieder Fehler. Mutationen, zum Beispiel am sogenannten Spike-Protein, mit dem das Virus an die menschliche Zelle andockt. Durch Veränderungen an genau diesen Proteinen kann es das Virus leichter haben, in menschliche Zellen einzudringen. Es wird ansteckender. Aus Sicht des Virus ist es übrigens gut, eher ansteckender als tödlich zu sein, denn es braucht uns als Wirt, um sich schneller zu verbreiten. Inzwischen ist schon rund die Hälfte aller Corona-Neuinfektionen bei uns in Deutschland auf eine Mutante aus Großbritannien zurückzuführen. Die nennt sich B.1.1.7 und ist deutlich ansteckender als das ursprüngliche Coronavirus. Aber auch eine Mutante, die ursprünglich aus Südafrika kam, ist inzwischen schon bei uns in Deutschland angekommen und auch eine brasilianische Mutation wurde schon gesichtet. Die große Frage ist jetzt, wie verändern diese Mutationen das Infektionsgeschehen und wirken die aktuell zugelassenen Impfstoffe eigentlich noch genauso gut gegen die Mutationen? Darüber spreche ich heute mit dem Immunologen Leif Erik Sander von der Berliner Charité. Wie groß schätzt er die Gefahr durch aktuell kursierende Virusmutanten ein? Also die britische Mutante scheint sich ja tatsächlich besser zu verbreiten. Das heißt, sie ist in gewisser Weise ansteckender und kann deshalb einfach schneller mehr Menschen infizieren und erzeugt dann dadurch wieder mehr Krankenhauseinweisungen und ist deswegen gefährlicher. Bei der südafrikanischen Variante ist es tatsächlich so, dass die sich unter Bedingungen gebildet hat in Südafrika, wo schon weite Teile der Bevölkerung infiziert waren. Diese Variante kann tatsächlich einer Immunantwort zu einem gewissen Grad ausweichen und einige Impfstoffe wirken dort etwas schlechter. Wenn Mutationen zum Beispiel am Spike-Protein passieren, kann es sein, dass unsere Antikörper das Protein und damit das Virus nicht mehr so gut erkennen. Trotzdem kann der Impfstoff noch wirken und Symptome mildern. Aber die Zeit rennt uns wirklich ein bisschen davon, weil wir einfach wieder ein sich ausbreitendes Infektionsgeschehen sehen werden. Ich bin optimistisch, aber ich muss gerade jetzt auch darauf drängen, dass wir uns aktiv Gedanken machen. Und die Impfung ist eine Lösung, definitiv. Aber wir brauchen jetzt kreative Ansätze und pragmatische Ansätze, mit denen wir ganz schnell breite Teile der Bevölkerung erreichen können. Dann ist sicherlich Impfen ein guter Ausweg aus dieser Pandemiesituation. Dankeschön. Sander fordert, Impfen muss jetzt schneller gehen. Zurzeit wird viel Impfstoff gelagert, aber es muss alles verimpft werden.
damit wir gut durch die dritte Welle kommen. Und dann? Ist alles gut? Die meisten denken beim Thema Covid-Impfung vor allem daran, dass wir hier in Deutschland schnell geimpft werden müssen. Und viele finden, man müsse jetzt mal egoistisch sein und nicht so übermoralisch wie diese Demonstranten hier. Das wirksamste Mittel zur Bekämpfung einer Pandemie ist ein sicherer und ein wirksamer Corona-Impfstoff und natürlich auch wirksame und sichere Medikamente zur Corona-Bekämpfung, die fair und gerecht global verteilt werden. Sie fordern, dass der Patentschutz auf Impfstoffe ausgesetzt wird. Dann könnten mehr Firmen Impfstoffe herstellen und es gäbe insgesamt schneller mehr, glauben sie. Was hat das mit uns zu tun? Beispiel Peru, ein Land, das hart von der Pandemie getroffen wurde. Über 47.000 Tote, dazu ein schwaches Gesundheitssystem. Nach langen, komplizierten Verhandlungen hat das Land inzwischen Verträge für knapp 40% der Bevölkerung. Wann hier Herdenimmunität erreicht werden kann, steht in den Sternen. So lange wütet das Virus hier weiter und mutiert vielleicht wie im benachbarten Brasilien. Bislang haben vor allem reiche Industrieländer, hier grün, ausreichend Impfstoffverträge für ihre Bevölkerung abgeschlossen. Die gelben Länder haben mindestens für die Hälfte ihrer Bevölkerung Impfstoff eingekauft. Alle roten Länder, vor allem Asien, Afrika und Teile von Südamerika, werden bislang nicht mal die Hälfte ihrer Bevölkerung impfen können. Zum Beispiel die palästinensischen Gebiete. Meine Kollegin Alena wohnt und arbeitet zurzeit im Westjordanland. Ich lebe seit Beginn der Pandemie in Palästina, eigentlich in Ramallah, aber im Moment bin ich in Tul Karim. Das ist eine kleine Stadt. Ich zeige euch mal die View. Und das hier, das ist die Mauer. Die Mauer ist schon die Impflinie. Je nachdem, auf welcher Seite der Mauer man ist, wird man geimpft oder nicht. Das hier ist einer von hunderten von Checkpoints im Westjordanland. Alles, was auf der Seite quasi von dieser Straße ist, ist Westjordanland. Alles, was dahinter ist, ist israelisches Gebiet. All diese Autos, die hier vorne stehen, sind Palästinenser, die auf die andere Seite gehen. Daran merkt man einfach, dass man auch Palästina und Israel, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht, nicht getrennt voneinander betrachten kann. Also hier ist jetzt sozusagen das City Center von Tul Karim. Ist wie gesagt eine kleine Stadt, ich habe es noch nie so tot gesehen. Das liegt jetzt an dem aktuellen neuen Lockdown, der jetzt gerade ganz aktuell gestartet hat. Und hier halten sich die Läden auch mehr oder weniger dran, die Ladenbesitzer, weil die Polizei hier halt fette Strafen verhängt und ständig ihre Runden dreht. In den sogenannten palästinensischen Gebieten, also hier in Westjordanland und in Gaza, leben insgesamt ungefähr 5 Millionen Menschen. Für diese 5 Millionen Menschen gab es bisher 12.000 Impfdosen. Und die sind auch schon verteilt worden, und zwar vor allem an die Kreise der Regierung. Bei den Menschen, die diese Impfung wirklich gebraucht hätten, ist es natürlich nicht angekommen. Die Polizei dreht jetzt ihre Runden mit Megafonen und sagt den Leuten, die sollen ihre Läden schließen. In den Vierteln, in denen die palästinensische Polizei aber die Kontrolle hat, fahren die dann halt während der Lockdown-Zeiten rum und verhängen fette Strafen an Ladenbesitzer, die trotzdem aufmachen. Wie jetzt gerade offensichtlich da vorne. Und das ist immer total schlimm, weil die Menschen hier keine andere Wahl haben. Und es gibt keine staatliche Hilfe oder Corona-Soforthilfen hier, wie zum Beispiel in Deutschland. Und was halt die meisten Restaurants oder Läden machen, die arbeiten halt einfach weiter und machen ihr Rollo entweder so halb zu oder ganz zu, aber man weiß, dass sie aufhaben und dann klopft man einfach und dann machen sie auf. Und hier ist so ein Laden Bootburger, der hat sehr, sehr leckere Tacos und ich weiß, dass der immer noch auf hat. Und jetzt gehe ich da hin. Ich bin übrigens
als israelische Staatsbürgerin. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, in den nächsten Tagen einfach rüberfahren auf die andere Seite der Mauer mit meinem Auto und kann mich dort impfen lassen. Aber die meisten Menschen, die hier leben im Westjordanland, meine Nachbarn, die Menschen, mit denen ich arbeite, die Menschen, denen ich auf der Straße begegne, haben keine Ahnung, absolut keine Ahnung, ob und wann sie jemals den Impfstoff gegen Corona bekommen werden. Heftig. Nur wenige Kilometer von hier entfernt, auf der anderen Seite der Mauer, lebt Liz, im Impfmekka Israel. Ein paar Kilometer, zwei Welten. In vielen ärmeren Ländern kann es teilweise noch Jahre dauern bis zur Covid-Impfung. Und das ist am Ende auch unser Problem, sagt Elisabeth Masute, politische Referentin bei Ärzte ohne Grenzen in Berlin. Als Ende Januar globale Impfkampagnen losgingen, gab es in den ärmsten Ländern der Welt noch gar nichts. Wie schätzt die Organisation Ärzte ohne Grenzen diese Verteilung gerade ein? Es ist moralisch verwerflich und es ist absolut fatal in einer globalen Pandemie, dass wir es als Weltgemeinschaft nicht hinbekommen, gemeinsam und solidarisch davor zu gehen. Also auch aus einer medizinischen Perspektive, wie gesagt, trägt dieses Vorgehen auch nicht zu einer Eindämmung bei. Ja? Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir werden das Virus nicht an unseren Grenzen stoppen können. Das sehen wir bisher. Und deshalb wird es, ja, es wird weiter zu Mutationen kommen und weiter Menschenleben kosten. Liz geht seit dem Wochenende wieder in Bars und Clubs. Die haben wieder aufgemacht. Krass ungewohnte Anblicke mitten in der Pandemie. Der Impfstoff kann uns also unser Leben zurückgeben. Aber wirklich vorbei ist so eine Pandemie erst, wenn sie weltweit überstanden ist. Und das kann leider noch ein bisschen dauern. Wenn ihr jetzt noch Fragen zur Corona-Impfung habt, dann haut die gerne mal in die Kommentare. Wir versuchen, alles zu beantworten. Wenn ihr jetzt wissenschaftlich noch tiefer ins Thema eintauchen wollt, dann schaut mal hier bei MyLab vorbei. Oder klickt mal auf Insta bei Panorama Stories rein und lasst ein Abo da. Und wenn ihr jetzt gar keinen Bock mehr auf Corona habt, was ich sehr gut verstehen kann, dann schaut mal hier vorbei. Bisschen Crime Time, eBay für Gangster.